In Wien sind zwei Tschetschenen wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft genommen worden. Die Verdächtigen sollen Vorbereitungen für einen Terroranschlag zwischen dem 24. und 31. Dezember getroffen haben. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden von der Staatsanwaltschaft keine näheren Details genannt. Ahmed A., 25 Jahre, und der 31-jährige Alik B. sollen ein Sprengstoffattentat geplant haben. Bei Ahmed A. soll es sich um einen in der Szene bekannten Kampfsportler handeln, der aber laut seinem Anwalt ein gut integrierter Familienvater sei. Keine andere Volksgruppe hat in Österreich einen derart schlechten Ruf wie die Tschetschenen. Laut österreichischem Bundeskriminalamt sind tschetschenische Gruppen die größte Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden. Es gehe um Bandenkriminalität und Schutzgelderpressungen, allerdings stünden sie innerhalb der mafiösen Strukturen nur in der zweiten und dritten Reihe.